Wie oft hast du dich schon über einen LKW vor dir aufgeregt? Ich mich immer mal wieder, um ehrlich zu sein, obwohl ich genau aus dieser Branche komme und das ist auch das Thema von dem Kanal hier. Mein Name ist Maximilian Baldus und ich möchte dir hier in den folgenden Videos ein bisschen was über unsere Branche, den Transport auf der Straße erzählen und dir das näher bringen am Beispiel von unserem Familienunternehmen, der Helmut Baldus GmbH. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wir haben hier eine Menge Videos, die in den nächsten Wochen kommen werden, wo wir dir Einblicke geben und die sich auch für dich lohnen werden. Zum einen haben wir eine Menge Informationen, wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind und was unser Gewerbe und unsere Branche allgemein so ausmacht. Dann sollst auch du einen Vorteil davon haben, indem wir regelmäßig Angebote machen, wie du mit uns in eine Zusammenarbeit gehen kannst und was du da auch selbst für einen Profit rausschlägst. Auch der Entertainment-Faktor kommt nicht zu kurz. Wir haben eine Menge Videos, wo wir dir einfach mal zeigen, wo wir so unterwegs sind, was wir so erleben, was wir für Fahrzeuge haben und wie die so in Action quasi da durch die Gegend fahren. Und der wohl wichtigste Punkt ist hier, dass du uns einmal kennenlernst. Unsere Familie, unsere Mitarbeiter und wie wir so miteinander umgehen. Kennst du so Firmen, die irgendwie da sind, aber über die du überhaupt nichts weißt? Ich kenne sowas und finde das teilweise mega schade. Das sind Unternehmen, die wie wir über 50 Jahre eine Wahnsinnsdienstleistung erbringen. Du hast keine Ahnung, was die wirklich können, was die machen und wer die Menschen in dem Unternehmen überhaupt sind. Und genau das soll uns und dir nicht passieren. Deshalb bleib dran und erkenne, wer wir sind, was wir machen, was wir können und warum unsere Philosophie und unser Umgang miteinander sich von 90% der anderen Unternehmen in unserer Branche so immens unterscheidet. Also begleite uns auf unsere Reise in den nächsten Videos. Sei dabei, ich freue mich, wenn du weiterhin einschaltest.